etwa 27 kommt der rasende Roland, Venedig, Stockholm. Das einzige Vergnügen, das wir noch haben, Zügen nachzuschauen. Vor 5 Jahren hielten die Göttinnen der rasende Roland in Güllen, dazu noch der Diplomat und die Lorelei, alle Expresszüge von Bedeutung. Von Weltbedeutung. Nun hatte nicht einmal die Platz im Züge, nur 2 von Göttingen und der 31 von Kalbestadt. Ruiniert. Die Wagnerwerke zusammengekracht. Wird mein Bankrott. Die Platz an der Sonnenhütte eingegangen. Leben von der Arbeitslosenunterstützung. Von der Suppenanstalt. Leben. Vegetieren. Krepieren. Das ganze Städtchen. Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Aber hört Zeit, dass die Milliardärin kommt. In Kalbestadt soll sie ein Spital gestiftet haben. In Kaffingen, der Kinderkrippe und in der Hauptstadt eine Gedächtniskirche. Sie mit ihrem Geld, die Armen in Eure besitzt sie, die Western Railways, die Broadcasting Company und das Hongkong Vergnügungsviertel. Der Diplomat! Dabei waren wir eine Kulturstadt. Eine der ersten im Lande. In Europa. Goethe hat hier übernachtet, im Gasthof zum Goldenen Apostel. Brahms hat ein Quartett komponiert. Nach Totschwarz das Pulver erfunden. Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Meine Herren, die Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Außer Gott, aber der zahlt nicht. Sie waren mit ihr befreundet, da hängt alles von Ihnen ab. Sie sind auseinander gegangen damals. Ich hörte eine bestimmte Geschichte. Haben Sie Ihrem Vater etwas zu gestehen? Wir waren die besten Freunde, war schließlich ein Kerl, meine Herren, vor 45 Jahren. Und Sie, die Clara, ich sehe Sie noch vor mir, durchs Dunkel der Peterschen Scheune, wie sie mir entgegenleuchtete. Und an nackten Füßen durch Moos und Laub ging im Konradsweiler Wald. Biegsam, zart, das Leben trennte uns, nur das Leben, wie es eben kommt. Meine kleine Seele beim Essen im Goldenen Apostel. Soll ich einige Details für die Flotte Hanasien besitzen? Die Noten der Karadesche sind leider herzlich schlecht. Auch das Betragen. Nur unter Pflanzen und Tee konnte begnügen. Da kann ich dem Bürgermeister helfen. Clara liebte die Gerechtigkeit. Einmal wurde ein Vagabund abgeführt und sie bewarf den Polizisten einfach mit Steinen. Gerechtigkeitsliebe. Nicht schlecht. Klappt immer. Doch, die Geschichte mit den Polizisten unterscheiden wir besser. Ja, wahrscheinlich. Aber wohltätig war sie auch. Was sie besaß, verteilte sie. Stahl Kartoffeln für eine arme Witwe. Sinn für Wohltätigkeit. Dies, meine Herren, muss ich unbedingt anbringen. Es ist schließlich der Sinn der Sache. Ich für meinen Teil wäre fertig. Sie ums Irrtum. Ja, die Zachanassian soll mit ihren Millionen rausrücken. Millionen, das ist genau die richtige Auffassung. Deine Kinderkrippe ist uns nicht gedient. Mein lieber Ill, Sie sind seit langem schon die beliebteste Persönlichkeit hier. Ich trete im Frühling zurück. Und nahm mit der Oppositionsbildung. Wir einigen uns, Sie, mein Nachfolger. Aber Herr Bürgermeister... Ich kann dies nur bestätigen. Meine Herren, zur Sache. Ich will vorerst allein mit der Clara über unsere miserable Lage reden. Aber vorsichtig, zartfühlend. Wir müssen klug vorgehen, psychologisch richtig. Da hat Ill recht. Dies ist schließlich ein wichtiger Moment. Die Stadt Sachanassian besitzt den Boden ihrer Heimat, findet Heim, gerührt, Tränen in den Augen, Blick altvertraut ist, ich werde natürlich mit hemdärmlich dastehen, wie die Gattin, vor mir die 2 Enkelkinder, ganz meist, mit Rosen. Mein Gott, wenn alles nur zur rechten Zeit klappt. Der rasende Roland! 11:27 Uhr, Benedikt, Stockholm. 11:27 Uhr, wir haben noch fast 2 Stunden und sonntäglich herzurichten. Die Inschrift, willkommen klärt Sachanassian, hebt die Hüte in die Höhe. Die anderen schwenken am besten die Hüte. Seid ungezwungen, herzlich. Doch muss die Organisation klappen. Die Feuerglocke ist gleich nach dem Schiff. Ja. Ja.
schon nass auf dem Steck, wenn er dich stöckelt. Die Naturgesetze sind aufgehoben. Ist hier Güllen? Madame, Sie haben die Notbremse gezogen. Ich ziehe immer die Notbremse. Ich protestiere energisch. Man zieht die Notbremse in diesem Lande nie. Auch wenn man in Not ist. Die Pünktlichkeit des Fahrplans ist oberstes Prinzip. Darf ich um eine Erklärung bitten? Wir sind doch in Güllenmobi. Ich erkenne das traurige Nest. Dort drüben, der Wald von Konrad Zweiler, mit dem Bach, wo du frischen kannst. Und rechts, das sagt der Petersche Scheune. Clara? Die Sachnassian. Die Sachnassian! Ich warte auf eine Erklärung. Sie sind ein Schafskopf. Ich will Ihnen das Städtchen mal besuchen. Soll ich etwa aus Ihrem Schnellzug springen? Madame, Sie haben den rasenden Roller angehalten, nur weil Sie Güllen zu besuchen wünschen. Natürlich. Madame, wenn Sie Güllen zu besuchen trachten, bitte, steht Ihnen in Halberstadt bis 12 Uhr 44 Personenzug zur Verfügung. Ankünftige Güllen wie alle Welt, Argo 13. Der Personenzug, der in Blocken, Brunnhübel, Weisenbach und Leutenau hält? Sie wollen mir wohl zumuten, eine halbe Stunde durch diese Gegend zu dampfen. Madame, es wird Sie täuschen, zu stehen kommen. Gib ihm 1000, Bobby. 1000? Und, 3000 für die Stiftung zugunsten der Eisenbahnhilfe. 3000? Es gibt keine solche Stiftung, Madame. Dann gründen Sie eine. Gnädiger sind Frau Sachenassian. Natürlich, das ist natürlich was anderes. Wir hätten selbstverständlich den Güllen gehalten, wenn wir nur die leiste Ahnung. Oh, da haben Sie Ihr Geld zurück, Madame. Behalten Sie die Kleinigkeit. Behalten. Und wünschen Sie auch, Madame, dass der rasende Roland hält, bis Sie Güllen besichtigt haben? Die Eisenbahndirektion würde dies mit Freude billigen. Das Münsterportal zu sehen wird sein, mit dem jüngsten Gericht. Brausen Sie mit Ihrem Zug davon. Aber die Kretzemausig, frisch noch nicht ausgestiegen. Der putzt die noch ahnungslos den Speiswagen vorne. Wir brauchen die Pressekurse nicht in Güllenmobi. Und später wird sie schon noch kommen. Lass die Reporter weiter dienen. Oh, wenn sich die gnädige Frau nun nicht nur bei der Eisenbahndirektion beschweren, es war ein reines Missverständnis. Abfahrt! Meine gnädige, verehrte Vater Hanasia, es ist meine Ehre, als Bürgermeister von Güllen, Sie als Kind unserer Heimat zu halten. Das habe ich mir immer vorgenommen, seit dem Tag, an dem ich Güllen verlassen habe. Das ist lieb von dir. Auch du hast an mich gedacht? Natürlich, immer. Das weißt du doch, Clara. Es war wunderbar, all die Tage, da wir zusammen waren. Eben. Sehen Sie, Herr Lehrer, die habe ich im Sack. Nenn mich, wie du mich immer genannt hast. Zauberhäschen. Ich nannte dich mein schwarzer Panther. Der bin ich drauf. Unsinn. Du bist fett geworden. Und traurig. Du bist die gleiche geblieben, Zauberhexchen. Ach was, auch ich bin alt geworden und fett. Dazu ist mein dickes Bein dahin, ein Autounfall. Fahre nur noch Schnellzüge. Doch die Prothese ist vortrefflich, findest du nicht? Lässt sich gut bewegen. Wäre mir nie aufgefallen, Wildkätzchen. Darf ich dir meinen siebten Garten vorstellen? Moby, besitzt Tabakplantage, führen eine glückliche Ehe. Aber bitte. Komm, Moby. Eigentlich heißt er Pedro, doch macht sich Bobby schöner. Es passt doch besser zu Bobby, wie der Kammerdiener heißt. Den hat man schließlich fürs Leben. Da müssen sich die Namen der Gatten nach seinem Namen richten. Nun will ich mich in Köln umschauen. Diese Bedürfnisanstalt hat mein Vater errichtet. Ich saß als Kind stundenlang auf dem Dach und spuckte hinunter. Aber nur auf die Männer. Danke. Ich will niemanden verhaften. Aber Güllen wird sie sicher nötig haben. Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu. Das schon, gnädige Frau. Wo käme die Güllen sonst hin? Schließen Sie lieber beide. Ganz Clara, ganz mein Zauberhäppchen. Und der Pfarrer, gnädige Frau. Ei, der Pastor. Pflegen Sie die Sterbenden zu trösten? Ich gehe um ihn nur. Auch die, die zum Tode verurteilt wurden? Die Todesstrafe ist in unserem Land abgeschafft und unterbrochen. Man wird sie vielleicht wieder einführen. Sauber, Hexchen, was du doch für Witze machst. Nun will ich ins Städtchen. Zu
zwei Gangster aus Manhattan, in Sing Sing zum elektrischen Stuhl verurteilt, kam auf meine Fürbitte zum Sänftetragen wieder heraus. Kostete mich 1 Million Dollar für Fürbitte. Doch zuerst in die petersche Scheune in den Kontaktweiler Wald. Ich will mit Alfred unsere alten Lebensorte besuchen. Bringt das Gepäck und den Sarg unterdessen in den goldenen Apostel. Den Sarg? Ich mach dein Witz. Ich kann ihn vielleicht brauchen. Hey, ihr beide! Wer seid denn ihr? Wir gehören zur alten Dame! Wir gehören zur alten Dame! Sie nennt uns Kobi und Lobi. Die Frau Zachanassian logiert den goldenen Apostel. Wir sind blind! Wir sind blind! Blind? Ach, gut, dann kommt mal mit. Danke, Herr Polizist! Danke, recht schön! Koffer. Nichts als Koffer hat sie mitgebracht. Und vorhin wurde in einem Käfig ein Panzer hinausgebracht. Ein wildes, schwarzes Tier. Den Sarg ließ sie in ein Ex-Zimmer schaffen. Merkwürdig. Berühmte Damen haben halt ihre Marotten. Sie scheint länger hier bleiben zu wollen. Umso besser. Den hat sie im Sarg. Wildkätzchen, Zauberhäkchen hat er sie genannt. Millionen wird er aus ihr schöpfen. Auf ihr Wohl, Herr Lehrer, dass die Plaza Athanasian Bockmann sein wird. Die Wattenwörter. Die platzernde Sonnenhütte. Kommt dies in Schwung, kommt alles in Schwung. Die Gemeinde, das Gymnasium, der öffentliche Wohlstand. Seit mehr als 2 Jahrzehnten korrigiere ich die Latein- und griechischen Übungen der Bühne Schüler. Doch, was Grüßen heißt. Herr Bürgermeister, weiß ich erst seit einer Stunde. Schauerlich, wie sie aus dem Zuge stieg, mit ihren schwarzen Gewändern, kommt mir vor wie eine Parze, wie eine griechische Schicksalsgöttin. Ihr sind Föhren, dichten Huren. Wir sind dunkelgrünen Tannen. Züge, Vogelrufe, echte deutsche Würzelwildnis, Fliegenpilze, scheue Wege, Zweigeflüster, alte Träume. Der Kontaktweiler Wald. Das Herz mit deinem und meinem Namen, Alfred, was verblichen. Der Baum ist gewachsen, dein Stamm und deine Äste dicht geworden, wie du selber. Eine deutsche Baumgruppe. Ich ging schon lange nicht mehr im Wald meiner Jugend. Auf diesem Findling küssten wir uns. Vor mehr als 45 Jahren. Wir liebten unter dieser Sträucher, unter der Buche, zwischen Fliegenpilzen im Moos. Ich war 17 und du noch nicht 20. Dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet mit ihrem kleinen Warenladen. Und ich den alten Zachanistian mit seinen Millionen aus Armenien. Er fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an. Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet. Sie hatte Geld. Du warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück, da musste ich auf das meine verzichten. Nun ist die Zukunft gekommen. Wärst du hier geblieben, wärst du ebenso ruiniert wie ich. Du bist ruiniert? Ein verkrachter Krämer an einem verkrachten Städtchen. Nun habe ich Geld. Mein Leben ist zur Hölle geworden, seit du von mir gegangen bist. Und ich bin die Hölle geworden. Ich muss mich in meiner Familie rumschlagen, die mir jeden Tag die Arme vorhält. Mathildchen, machte dich nicht glücklich? Hauptsache doch, dass du glücklich bist. Deine Kinder? Ohne sind wir Ideale. Der wird uns schon noch aufgehen. Jetzt wird sich alles ändern. Gewiss. Du willst uns helfen? Ich lasse das Städtchen meiner Jugend nicht im Stich. Wir haben Millionen nötig. Wenig. Wildpilzchen. Das schmerzt. Du hast auf ein Scharnier meiner Prothese geschlagen.
Einzige aus den Trümmern. Selbst die Besatzung war tot. Bin ich umzubringen? Nicht umzubringen! Nicht umzubringen! Mathilde Blumhardt, erinnere mich, wie du der Ladentür auf Alfred lautest. Mager bist du geworden und bleich, meine Güte. Dr. Slip, unser Arzt. Herr Nützen, der Arzt. Interessant. Verfertigen Sie die Totenscheine? Totenscheine? Kommt jemand um? Allerdings, gnädige Frau. Meine Pflicht? Von der Behörde angeordnet. Stellen Sie in Zukunft Herzschlag fest. Köstlich, einfach köstlich. Ja? Ich weiß nicht. Solche Späße geht durch Machen Wein. Psst, Millionen hat sie versprochen. Millionen. Nun habe ich Hunger, Bürgermeister. Gnädige Frau, meine lieben Gilner, es sind jetzt 45 Jahre her, dass Sie unser Städtchen verlassen haben. Vieles hat sich inzwischen ereignet, viel Bitteres. So haben wir Sie, gnädige Frau, unsere Klagen. Nie vergessen, diese Gesetzlichkeitsliebe und die sinnliche Wohntätigkeit erregte schon damals die Bewunderung weiter Kreise. Bittet Frau Sahanistan,
Milliarde und winkt dafür um Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Herr Sachalisan bittet eine Milliarde, wenn ihr das Unrede bitte gut macht, dass Herr Sachalisan in Gülen angetan wurde. Herr Ill, darf ich bitte? Treten Sie vor, Herr Ill. Es war Jahre 1910. Frau Gröchtin Gülen und hatte eine Vaterschaftsfrage zu behandeln. Herr Sachalisan, damals Herr Wäscher, sagte sich hierin, ein der Vater ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals der Vaterschaft. Sie hatten zwei Zeugen mitgebracht. Eine alte Geschichte. Ich war jung und unbesonnen. Ja. Erkennen Sie die beiden? Wir sind Kobi und Lobby. Ich kenne die beiden nicht. Nein, Fürnlein. Jakob Hunlein. Ludwig Spahr. So, es war Jahre 1910. Ich war Richter und ihr die Zeuge. Was habt ihr geschworen? Spahr und Jakob Hunlein vor Gericht zu Gülen. Wir hätten mit Clara geschlafen. So habt ihr vor mir geschworen, vor Gericht, vor Gott, war dies die Wahrheit? Wir haben falsch geschworen. Warum? Wir sparen über Kinder. Ill hat uns besoffen! Mit einem Liter Schnaps. Erzählt nun, was ich mit euch getan habe, Tobi und Lobby. Die Dame ließ uns suchen. So ist es. Der Samanische ließ uns suchen. In der ganzen Welt. Ja, aber Kinder war nach Kanada ausgewandert und mit Spar nach Australien. Und sie fand euch. Was hat sie dann mit euch getan? Sie gab uns Tobi und Robi. Und was haben Robi und Tobi mit euch gemacht? Kastriert! Und geblendet! Das ist die Geschichte. Ein Richter, ein Angeklagter, zwei falsche Zeuge, ein Selbsturteil im Jahr 1910. Ist es nicht so, Regel? Es ist so. Verjährt, längst verjährt! Eine alte, verrückte Geschichte! Was geschah dem Kind, Regel? Es lebte ein Jahr. Was geschah mit Ihnen? Ich wurde eine Dirne. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mir dazu. Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, Herr Sachalisan? Ich kann sie mir leisten. Ich gebe euch eine Milliarde, wenn jemand Alfred Gill tötet. Aber das Leben ging weiter. Nein. Das Leben ging weiter, doch ich habe nichts vergessen. Weder die Konradsweiler Wald, noch die Petersche Scheune, weder die Schlafkammer der Witwe Böll, noch dein Verrat. Nun sind wir alt geworden, beide. Und nun will ich, dass wir abrechnen, beide. Du hast dein Leben gewählt und mich in das meine gezwungen. Und nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für alle. Und nun will ich Gerechtigkeit. Sachalisan, Nasja, noch sind wir in Europa. Ja, wir haben hier keine Heiden. Ich lehne das Angebot im Namen der Stadt Köln ab. Im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleiben wir da als Blutbefleck. Ja. Ich warte. Sarg im goldenen Apostel. Schüchtert niemand ein? Nein, das Städtchen steht zu mir. Kommt eure Mutter zum Frühstück? Sie sei müde, sie bleibe oben. Eine gute Mutter habt ihr, Kinder, wirklich. Ich muss es einmal sagen, eine wirklich gute Mutter. Dann soll sie oben bleiben, soll sich ausruhen. Dann frühstücken wir eben miteinander. Das haben wir auch schon lange nicht mehr getan. Ich stifte eine Büchse amerikanischen Speck und ein paar Eier. Wir wollen es feudal haben. Wie in den guten alten Zeiten, als die Platz an der Sonnenhütte noch florierte. Du musst mich entschuldigen. Was, du willst nicht mit uns essen, Karl? Ich gehe zum Bahnhof. Ein Arbeiter ist krank, die brauchen vielleicht Ersatz. Bahnarbeiten in der prallen Sonne sind keine Beschäftigung für meinen Jungen. Besser als keine. Ich gehe auch, Vater. Was, du auch? Warum denn, wenn man das Fräulein Tochter fragen darf? Aufs Arbeitsamt. Vielleicht gibt es eine Stelle.
Schnauze, brave Kinder. Reich mir mein linkes Bein, Herr lieber Bobby. Ich kann es nicht finden. Hinter den Verlobungsblumen auf der Kommode. Guten Morgen, Hofbauer. Zigaretten, wie jeden Morgen. Nicht die möchte grün. Die sind aber teurer. Schade, Frau. Weil Sie es sind, Hofbauer, und weil wir zusammenhalten müssen. Morgen, die Damen. 1 Liter Milch für jede. Vollmilch, Herr L. 2 Liter Vollmilch, Herr L. Vollmilch. Und Butter, 200 Gramm. Und Weißbrot, 2 Kilo. Wohlgeerbt, die Damen, wohlgeerbt. Schreibensaal. Einer für alle und alle für einen. Hm? Noch Schokolade für 2,20. 4,40. Auch aufschreiben. Auch. Die essen wir her. Bei Ihnen ist es am schönsten, Herr E. Ein Winston. Sie hat sich verrechnet, Hofbauer. Ich bin ein alter Sünder, aber wer ist das nicht? Es war ein böser Jugendstreich, den ich hier spielte, ja. Aber wie da alle den Antrag abgelehnt haben, einstimmig, trotz der Armut. Was die schönste Stunde in meinem Leben. Whisky, Bobby. Guten Morgen, wir heißen, bitte. Sieht schon Winterperiode da auf allem. Eine Kundschaft habe ich heute Morgen. Sonst die ganze Zeit nichts und nun strömt es schon seit einigen Tagen. Wir stehen eben zu Ihnen. Zu unseren Ehen. Felsenfest. Felsenfest, Herr Ehen, Felsenfest. Du bist schließlich die beliebteste Persönlichkeit. Die wichtigste. Du hast den Frühling zum Bürgermeister gewählt. Todsicher. Todsicher, Herr L. Todsicher. Schnaps, bitte. Nicht denn? Den trankst du doch sonst immer. Cognac? Kostet 22,80. Das kann sich niemand leisten. Man muss auch sich etwas gönnen. Na gut. 22,80, bitte. Schreib's auf. Heute will ich eine Ausnahme machen. Aber dass du mir am 30. zahlst, wenn die Arbeitslosenunterstützung fertig ist? Helmesberger? Du hast neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Hm? Auch du hast neue Schuhe. Auch gelb. Ihr auch? Ihr habt auch neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Ich weiß nicht, was du da anbietest. Man kann doch nicht elegant. Ja, aber wie konntet ihr neue Schuhe kaufen? Wie konntet ihr neue Schuhe kaufen? Wir ließen es aufschreiben, Herr L. Wir ließen es aufschreiben. Ihr ließet es aufschreiben. Auch bei mir ließet ihr es aufschreiben. Bessere Milch, besseres Brot, Cognac. Warum habt ihr aber alle Kaninchen geschöpft? Ja? Womit wollt ihr zahlen? Womit? 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 Um Gottes Willen, Hopsi. Hast du gehört? Der schwarze Panzer. Mein schwarzer Panzer. Ein Geschenk. Läuft nebenan im Salon herum. Was wünschen Sie? Bitte, den Platz. Sie sitzen ja. Ich verlange die Verhaftung der Wehrsacher nach Sie an. Merkwürdig. Alles ist merkwürdig. Ich verlange es als der zukünftigen Bürgermeister. Die Wahl zum Bürgermeister ist noch nicht vorgenommen. Verhaften Sie die Dame auf der Stelle. Das heißt, Sie wollen die Frau Zachanassian anzeigen. Ob sie dann auch tatsächlich verhaftet wird oder nicht, das entscheidet die Polizei. Was soll sie denn verbrochen haben? Sie fordert die Einwohner unserer Stadt auf, mich zu töten. Nun soll ich die Frau einfach verhaften. Meine Kunden kaufen bessere Milch, besseres Brot, bessere Zigaretten. Dann freuen Sie sich doch. Ihr Geschäft läuft denn ja viel besser. Cognac kauft der Helmesberger bei mir. Dabei arbeitet er seit Jahren mit und lebt nur von der Suppenanstalt. Werde ich heute Abend gleich probieren. Ich bin bei Helmesberger eingegangen. Alle tragen neue Schuhe. Neue, gelbe Schuhe. Dass sie nur wegen neue Schuhe haben. Ich dachte, da steht sie auch neue Schuhe.
Mensch bedroht sie. Die Stadt macht Schulden. Je größer die Schulden, desto größer die Notwendigkeit, mich umzubringen. Alles, was die Frau tun muss, ist auf ihrem Balkon zu sitzen, Zigarren zu rauchen und zu warten. Nur zu warten! Sie haben doch wieder zu viel Schnaps getrunken. So, nun ist sie geladen. Im Übrigen, Hell, können Sie beruhigt sein. Die Polizei ist da, den Gesetzen Respekt zu verschaffen, für Ordnung zu sorgen und den Bürger zu schützen. Sie weiß, was ihre Pflicht ist. Sollte sich von irgendwo und von irgendeiner Seite auch nur der leiseste Verdacht einer Bedrohung zeigen, wird sie einschreiten. Ich muss gehen. Der verschrobene alte Militär ist der Schoßhündchen davon geladen. Der schwarze Panzer. Ich muss ihn jagen. Mich jagt ihr, mich! Ich habe mit Ihnen zu reden, Herr Bürgermeister. Setzen Sie sich. Von Mann zu Mann, als Ihr Nachfolger. Bitte. Oh, ja. Der Panzer der Tatsache nach Sie ist los. Der tut in der Kathedrale herum. Da muss man sich bewaffnen. Gewiss. Habe alle Männer aufgeboten, die Gewerbe besitzen. Die Kinder werden in die Schule zurückgehalten. Ein etwas großer Aufwand, finden Sie nicht? Der Präsident der Weltbank, gnädige Frau, er wird von New York hergeflogen. Ich bin nicht zu sprechen. Er soll wieder zurückfliegen. Was liegt Ihnen denn am Herzen? Sehen Sie frei von der Leber weg. Ich fürchte mich. Fürchten? Der Wohlstand steigt. Das ist mir aber das Allerneueste. Wird erfreulich. Für meinen Kopf ist 1 Milliarde geboten. Vergessen, dass Sie sich in Gilden befinden. Eine Stadt mit humanistischer Tradition. Goethe hat hier übernachtet. Warum sei ein Konzept komponiert? Diese Werte verpflichten. Wir verdienen Ihren Mundanten nicht. Dann verhaften Sie die Dame. Sie haben nicht das moralische Recht, die Verhaftung der Dame zu verlangen. Und für den Posten eines Bürgermeisters sind gewisse Forderungen der sittlichen Natur zu stellen, die Sie nicht mehr erfüllen. Das müssen Sie doch einsehen. Dass wir Ihnen aber im Übrigen die gleiche Hochachtung geben wie zuvor, versteht sich von selbst. Man schmückt schon meinen Sarg, Herr Bürgermeister. Wenn ich rede, habe ich noch eine Chance, davon zu kommen. Das ist nur die Höhe. Wer soll Sie denn bedrohen? Einer von euch. Jeder von euch. Gegen diese Verleumdung protestiere ich im Namen der Stadt Ballen nicht. Keiner will mich töten, aber jeder hofft, dass es einer tun wird. Und so wird es nun mal einer tun. Sie sehen Gespenster. So ein kleines Herrchen mit. Es ist nichts los. Keine Kloster, keine Tragik. Suche Hilfe. Ich fürchte mich. Die Menschen. Dass die Menschen sie töten, Ill? Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Nicht den Tod des Leibes, den der Seele. Aber es geht um mein Leben. Um ihr ewiges Leben. Der Wohlstand steigt. Das Gespenst ihres Gewissens. Die Stadt ist fröhlich, die Burschen tragen bunte Hemden, die Mädchen schmücken sich. Die Stadt, sie bereitet sich vor auf das Fest meiner Ermordung und ich krepiere vor Entsetzen. Positiv, nur positiv, was Sie durchmachen. Es ist die Hölle. Die Hölle liegt in Ihnen, weil Sie am Mädchen um Geld verraten haben, einst vor vielen Jahren. Glauben Sie auch, die Menschen würden Sie nun um Geld verraten? Sie schließen von sich selbst auf andere. Beten Sie, durchforschen Sie Ihr Gewissen. Gehen Sie den Weg der Reue. Es ist der einzige Weg. Nun muss ich meines Amtes walten, Ill. Die Bibel, die Liturgie, das Psalmbuch. Eine zweite Glocke? Nicht. Der Ton ist hervorragend. Voll und kräftig. Positiv. Nur positiv. Auf Sie, Herr Pfarrer! Flieh! Wir sind schwach, Christen und Heiden. Auf Sie! Flieh! Die Glocke dröhnt den Güllen. Die Glocke des Verrats. Auf Sie! Flieh! Auf Sie! Für uns nicht in Versuchung, in dem du bleibst. Flieh! Auf Sie! Flieh! Bobby, man schießt! In der Tat nicht, Frau. Weshalb denn? Der schwarze Pate ist entwichen. Grüß Gott, Ill. Grüß Gott. Wo geht's denn hin? Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Verreisen Sie, Ill. Ich verreise. Wohin denn?
fühlt sie dann am sichersten? Am sichersten! Niemand will sie töten. Niemand! Immer reicher werdet ihr, immer wohlhabender. Na und? Sie seht ja, wie beliebt sie sind. Das ganze Städtchen begleitet sie. Das ganze Städtchen! Ich habe euch nicht hergebeten! Wir werden doch noch von dir Abschied nehmen dürfen. Als alte Freunde. Als alte Freunde. Gehören. Das ist ihr Zug. Ihr Zug. Nun denn, ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Eine gute Reise. Dann besteigen Sie schon in Gottes Namen den Personenzug. Und noch viel Glück in Australien. Viel Glück. Was schaut ihr euch um mich? Geht weg. Euer Furcht ist einfach lächerlich. Steigen Sie doch ein! Ich weiß es, einer wird mich zurückhalten! Einer wird mich zurückhalten! Abfahrt! Sehen Sie, ich bin einfach der Tommy-Offel. Ich bin verloren! Der Arzt und der Wärter sollen hereinkommen. Gnädige Frau. Sie sehen verstaubt aus, meine Herren. Verzeihung. Hab mich in die petersche Scheune zurückgezogen. Brauche Ruhe. Schwül hier. Doch ich liebe diese Scheune. Erinnerung. Alte Geräte gab es schon in meiner Jugend. Ein besinnlicher Ort. Was führt euch zu mir? Und in der Angelegenheit des Herrn Ihr. Oh, ist er gestorben? Gnädige Frau, wir haben schließlich unsere abendländischen Prinzipien. Was wollt ihr dann? Die Hühner haben sich leider Verschiedenes angeschaut. Ziemlich vieles. Verschuldet? Hoffnungslos. Trotz der Prinzipien? Wir sind nur Menschen. Und muss ihn jetzt unter Schulde bezahlen? Ihr wisst, was zu tun ist. Frau Sachnassian. Wir reden offen miteinander. Er liegt in der Niederung von Pückenried. Er ist unter dem Konrad-Zwallerwald. Wir sind nicht arm, Madame, nur vergessen. Wir brauchen Kredit, Vertrauen, Aufträge. Unsere Wirtschaft, unsere Kultur blut. Gülen hat etwas zu bieten, der Platz an der Sonnenhütte. Und Bockmann? Die Wagnerwerke. Kaufen Sie die, sanieren Sie die und Gülen floriert. Wir bitten um kein Almosen. Wir bieten ein Geschäft. Wirklich? Das Geschäft wäre nicht schlecht. Gnädige Frau, wow. Ich wüsste, dass Sie uns nicht im Stich lassen würden. Nur nicht auszuführen. Ich kann die Platz an der Sonnenhütte nicht kaufen. Weil sie mir schon gehört. Ihnen? Und Bockmann? Die Wagnerwerke? Gehören mir auch. Die Fabriken, die Niederung von Pückenried, die petersche Scheune, das Städtchen, die Straße, Haus für Haus, ließ den Plunder aufkaufen durch meine Agenten, die Betriebe stillen. Eure Hoffnung war ein Wahn, euer Ausharren sinnlos. Das ist doch ungeheuerlich. Es war Winter, einst, als ich dieses Städtchen verließ. Im Matrosenanzug, mit roten Zöpfen, hochschwanger. Frierend saß ich im D-Zug nach Hamburg. Doch beschloss ich zurückzukommen, einmal. Nun bin ich da, nun stelle ich die Bedingung, nun diktiere ich das Geschäft. Frau Sachanassian, Sie sind ein verletztes, liebendes Weib. Sie verlangen absolute Gerechtigkeit, weil wir sie im Tiefsten begreifen. Geben Sie uns den Mut, mehr von Ihnen zu fordern. Lassen Sie den unheilvollen Gedanken der Rache fallen. Treiben Sie uns nicht zum Äußersten. Helfen Sie armen Leuten, ein würdiges Leben zu führen. Ringen Sie sich zur reinen Menschlichkeit durch. Die Menschlichkeit, ja. Meine Herren.
ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hure. Nun mache ich sie zu einem Bordell. Anständig ist nur, wer zahlt. Und ich zahle. Güllen für einen Mord, Konjunktur für eine Leiche. Los, ihr beiden. Mein Gott. Was sollen wir denn tun? Was uns das Gewissen vorschreibt, Dr. Nüssling. Also, wo ist er? Sei er lange nicht? Oben. Schritte. Geht im Zimmer herum. Seit Tagen. Das schlechte Gewissen. Schlimmer als mit der armen Frau Saranassia nicht geben. Ich leide auch darunter. Ein Mädchen ist unglücklich. Frau Hild, ich hoffe, dass Ihr Mann spatzt nicht, wenn die Journalisten kommen. Aber nein, aber nein. Bei seinem Vater? Ich habe ich für Herr Hofbauer. Wenn er Clara bloßstellen will, Lügen erzählen. Sie hätte was auf seinen Tod geboten oder so. Müssen wir einschreiten. Nicht die Milliarde wegen, sondern des Goldzornes wegen. Die brave Frau Saranassian hat weiß Gott schon genug seinen wegen durchgemacht. Geht hier die Wohnung hinauf? Der einzige Aufgang, unpraktisch, aber im Frühling bauen wir um. Da will ich mich mal hinpflanzen. Sicher ist sicher. Il? Oben. Es ist zwar nicht zu meiner Art, doch ich benötige ein starkes alkoholisches Getränk. Schön, dass Sie uns auch einmal besuchen, Herr Lehrer. Habe neuen Steinhäger, wollen Sie probieren? Ein Gläschen. Sie auch, Herr Hofbauer? Nein, danke. Muss nur nach Kaffee mit meinem Volk sein. Danke. Sie zittern ja, Herr Lehrer. Trinke zu viel in der letzten Zeit. Doch eins werde ich haben. Die Presse. Dicht halten, auf Tod und Leben. Aufpassen, dass er nicht nach unten kommt. Dafür ist es gesorgt. Guten Abend, die Leute. Grüß Gott. Frage 1. Wie fühlt ihr euch? Allgemein gesprochen. Wir sind natürlich erfreut über den Besuch der Frau Saranassian. Stolz. Stolz. Frage 2. Die Frau ging zum Beladetisch. Es wurde behauptet, ihr Mann hätte sicher Saranassian vorgesungen. Wer behauptet das? Die beiden blinden Onkelchen der Frau Saranassian. Und was erzählten die Onkelchen? Alles. Frau Saranassian und der Besitzer dieses Ladens hätten sich vor mehr als 40 Jahren beieinander gemeint. Stimmt. Ist Herr Lill anwesend? In Kalberstadt. In Kalberstadt. Wir könnten uns die Romanze vorstellen. Herr Lill und Claire Saranassian wachsen zusammen auf, sind vielleicht Nachbarskinder, gehen zusammen in die Schule, spaziergängig durch den Wald, die ersten Küsse. Bis Herr Hill sie kennenlernt, gute Frau als die Leidenschaft. Leidenschaft, es ist genau so passiert, wie Sie es erzählen. Sie heiraten. Aus Liebe. Aus Liebe. Aus Liebe. Unser Sohn Karl. Ein prächtiger junger Mann. Weiß er Bescheid über unsere Beziehungen? Wir kennen keine Geheimnisse in unserer Familie. Wir sagen immer, was Gott weiß, sondern auch unsere Kinder wissen. Kinder wissen. Unsere Tochter Ottilie. Schau mal. Döner! Nun will ich eine Rede halten vom Besuch der alten Dame in Gülm. Ich will die Wahrheit verkünden, auch wenn unsere Haut ewig währen sollte. Sie sind betrunken, Herr Lehrer, Sie sollten sich schämen. Schämen? Du solltest dich schämen, Weib, denn du schickst dich an, deinen Gatten zu verraten. Bedenklich, weit ist das Verhängnis schon gedient. Herr Lede! Ungeheuerliche Dinge treiben sich vor in Köln. Was ist denn hier los in meinem Laden? Was machen Sie denn auf dem Fass, Herr Lehrer?
die Wahrheit, Ian. Ich erzähle mit den Herren von der Presse in Verbindung. Denn ich bin ein Humanist. Ein Freund der alten Griechen. Ja. Ein Bewunderer Platons. Ja, ja. Steigen Sie! Hä? Steigen Sie herunter! Herr Ian? Was wollen Sie von mir? Wir sind so glücklich, dass wir Sie nun doch treffen. Brauchen einige Aufnahmen. Dürfen wir bitten? Ich hab's. Bitte mir, wie Sie ein Bein verkaufen. Ein Bein? Dem Metzger, nur das natürlicher wirkt. Natürlicher, meine Herren, ungezwungener. Darf ich bitten? Den Arm in die Schulter der Gemahlin zu legen, der Sohn links, die Tochter rechts. Und nun bitte, strahlen vom Glück. Zufrieden, innerlich so, wenn wir strahlen. Nun kommen wir, noch die Illustrierten hin. Eben. Danke. Tschüss. Tschüss. Klug. Euch ist klug. Keine Unsinn zu schwatzen. Einen Harukin wie dir würde man ja auch kein Wort glauben. Offen gesagt, was die Kirchen getan haben, gibt nur eine Schuft. Das Beile, Hofbauer. Sie müssen entschuldigen. Ich habe einige Steinhäge probiert. So zwei oder drei. Ist in Ordnung. Ich wollte Ihnen helfen. Sie wollten es nicht. Ach eh, was sind wir für Menschen? Die schändliche Milliarde brennt uns zum Herzen. Kämpfen Sie um Ihr Leben. Setzen Sie sich mit den Herren von der Presse in Verbindung. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Sagen Sie mal, Sie haben den Verstand verloren vor Angst? Ich sah einfach ein, dass ich kein Recht mehr habe. Kein Recht? Ich bin schließlich schuld daran. Schuld? Ich habe gerade zu dem gemacht, was sie ist. Und mich zu dem, was ich bin. Was soll ich tun, Leber von Göln? Soll ich den Unschuldigen spielen? All das ist meine Tat. Der Sarg, der Butler, die Eunuchen. Ich kann mir nicht mehr helfen, aber euch auch nicht mehr. Sie haben recht. Vollkommen. Sie sind Schulden allen. Und nun will ich Ihnen etwas sagen. Alfred ihn. Etwas Grundsätzliches. Man wird sie töten. Ich weiß es von Anfang an. Und sie wissen es schon lange, auch wenn es Gülen sonst niemand wahrhaben will. Die Versuchung ist zu groß und unsere Armut zu bitter. Und ich weiß noch mehr. Auch ich werde mitmachen. Ich fühle, wie ich zu einem Mörder werde. Mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Noch eine Flasche Steinhäger. Schreiben Sie auf. Morgen, stimmt's? Also das Arbeitsamt zu gehen. Alle meine Freundinnen spielen Tennis. Schade, dass ich schon einen Wagen gesehen habe. Vom Fenster aus. Nur ein Opel Limpia. Die sind nicht so teuer. Und wann lernst du fahren? Hm? Statt Arbeit zu suchen? Im Bahnhof in der prallen Sonne? Manchmal. Ich suchte mein Sonntagskleid. Dabei fand ich einen Pelzmantel. Vor Ansicht. Alle machen Schulden frei.
Deine Frucht ist einfach lächerlich. Es ist sogar diese Sache viel engagiert, oder dass dir auch nur ein Haar gekonnt wird. Vielleicht entgeht nicht das Ganze, ich kenne es. Da hat es ein zu gutes Herz. Bestimmt, Vater. Das musst du doch einsehen. Es ist Sonnabend. Ich will ein einziges Mal mit deinem Wagen fahren, Karl. Mit unserem Wagen. Du willst? Sicher. Zieh eure Kleider an, wir wollen zusammen fahren. Ich soll auch mitfahren? Das schieße ich doch nicht. Warum sollte ich das nicht schicken? Zieh deinen Pelzmantel an, ich mache unterdessen die Kasse. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich sah, wie ihr Schulden machtet. Spürte bei jedem Anzeichen des Wohlstands den Tod näher kommen. Hättet ihr mir diese Angst erspart, dieses grauenhafte Fürchten, könnten wir jetzt anders reden. Würde ich diese Waffe nehmen, euch zuliebe. Aber jetzt habe ich mich eingeschlossen, alleine. Ich habe Furcht besiegt, alleine. Es war nicht einfach, aber jetzt ist es getan. Ein Zurück gibt es nicht. Euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen. Schade, sie haben es nicht schon, sich Seite waschen. Aber das kann man von Ihnen ja eh nicht verlangen. Vornehm siehst du aus, Mathilde. Persianer. Wie eine Dame. Es war teuer. Schön, Ottilie. Doch etwas gewagt, findest du nicht? Aber geh, Vater. Da solltest du erst mein Abendkleid sehen. Einen schönen Wagen hast du, Karl. 120 kann ich fahren. Nicht so schnell. Ich will die Landschaft sehen. Das Städtchen, wo ich lebte, fast 70 Jahre. Vieles hat sich schon verändert. Liebespaare, Kinder lachen überall. Modern der Neubau am Brahmsplatz. Der Kaffeehude lässt sich bauen. Der Arzt mit seinem Mercedes 300. Da hinten, wie riesen die Krane der Wagner Werke am Horizont.
und die Schlote von Bockmann werden in Betrieb gesetzt. Die Platze an der Sonnenhütte. Ich war lange nicht mehr da draußen. Die Stadt will sie kaufen. Messerschmitt. C'est fantastique. Fahren durch die Niederung von Pückenried. Ein schönes Land, vom Abendlicht überschwemmt. Ich sehe es heute wie zum ersten Mal. Eine Stimmung wie bei Adalbert Stifter. Wie bei wem? Ottilie studiert auch Literatur. Vornehm. Hofbauer mit seinem Volkswagen kommt von Kaffigen zurück. Froh, dass ich meinen Pelzmantel habe, es wird kühl. Du hast dich verfahren. Hier geht's nach Beisenbach. Du musst zurück und dann die erste links in den Konradsweiler Wald. Wieder sind wir dran. Specht und Kuckuck, scheu ist halt. Erfreudumme, Mutter dunkel. Vorwärtsstimmung, oft besungen. Halte unter diesen Bäumen. Bitte, was willst du denn? Durch den Wald spazieren. Schön das Läuten der Glocken von Mühlenherr. Feierabend. Vier Glocken. Erst jetzt wird es gemütlich. Alles gelb. Jetzt ist der Herbst auch wirklich da. Wir warten unten, bei der Güllenbrücke. Nicht nötig. Ich laufe durch das Wäldchen in die Stadt zur Gemeindeversammlung. Dann fahren wir nach Kaderschaftsferien und gehen in ein Kino. So long, Daddy. Auf bald, auf bald. Schön, dich zu treffen. Besuche meinen Wald. Gehört der Konradsweiler Wald hier etwa auch? Auch. Darf ich mich zu dir setzen? Aber bitte. Ich habe gerade von meiner Familie Abschied genommen. Weißt du, was sie jetzt machen? Sie sind ins Kino gefahren. Karl hat sich einen Wagen angeschafft. Fortschritt. Ottilie studiert Literatur, dazu Englisch und Französisch. Siehst du, der Sinn für Ideal ist ihm doch noch aufgegangen. Eine Romeo und Juliette, Bobby. Möchtest du auch eine, Alfred? Gerne. So nimm. Reich uns Feuer, Bobby. Schmeckt nicht schlecht. In diesem Wald haben wir oft zusammen geraucht, weißt du noch? Zigaretten, die du bei Mathildchen gekauft hast. Oder gestohlen. Soll dir Bobby etwas vorspielen auf deiner Gitarre? Gerne. Ein Mädchen. Was war ihr Name? Geneviève. Hübscher Name. Ich danke dir für die Chrysanthemen, die Rosen und die Kränze. Sie machen sich schön auf dem Sarg, wirklich. Aber jetzt ist es soweit. Wir sitzen das letzte Mal zusammen in unserem Wald. Ich werde in die Stadt gehen zur Gemeindeversammlung. Man wird mich zum Tode verurteilen. Und einer wird mich töten. Ich weiß nicht, wo es geschehen wird oder wer es tun wird. Aber ich weiß, dass sie ein sinnloses Leben beenden.
werde dich in deinem Sarg nach Capri bringen. Ließ ein Mausoleum errichten im Garten meines Palazzos, von Zypressen umgeben, mit Blick aufs Mittelmeer. Was kenne ich nur von Bildern? Tiefblau, ein grandioses Panorama. Dort wirst du bleiben. Deine Liebe ist gestorben vor vielen Jahren. Doch meine Liebe konnte nicht sterben. Aber sie konnte auch nicht leben. Sie ist etwas Böses geworden. Wie ich selber. Adieu, Alfred. Jetzt zum Höhepunkt des Besuches den Frau Claire Sachanassian in ebenso sympathischen wie gemütlichen Heimatstädtchen abstattet. War die berühmte Frau nicht zugegen, wird der Bürgermeister in ihrem Namen eine wichtige Erklärung abgeben. Wir befinden uns im Goldenen Apostel, in jedem Hotel, in welchem Goethe übernachtete. Feierliche Stimmung, Kollegen vom Fernsehen, Reporter aus aller Welt. Und nun beginnt der Bürgermeister zu reden. Ich heiße die Gemeinde von Gilden willkommen. Ich eröffne die Versammlung. Ich habe die Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass die Frau Sachanassian beabsichtigt, uns 1 Milliarde zu schenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Riesensensation, eine Stiftung, die mit einem Schlag die Einwohner des Städtchen zu wohlhabenden Leuten macht und damit eines der größten sozialen Experimente unserer Epoche darstellt. Ich gebe dem Herrn das Wort. Gülena, wir müssen uns klar sein, dass Frau Claire Sachanassian mit dieser Schenkung etwas Bestimmtes will. Sie will für ihre Milliarde Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit. Sie will, dass sich unser Gemeinwesen an Gerechtes verwandelt. Brauchen wir nicht ein gerechtes Gemeinwesen? Nie! Wir töteten ein Verbrechen. Ein Fehlurteil. Meinheit. Ein Schuft. Sehr richtig. Gemeinde von Gülen, wir duldeten um die Ungerechtigkeit. Es geht nicht um Geld. Nicht um Geld! Nicht um Wohlstand und Wohlleben. Nicht um Luxus. Es geht darum, ob wir die Gerechtigkeit verwirklichen wollen. Die Freiheit steht auf dem Spiel. Ein Gericht getäuscht. Eine junge Mutter ins Elend gestoßen. Mit unseren Idealen müssen wir nun eben in Gottes Namen ernst machen. Blutigen Ernst. Nur wenn ihr das Böse nicht aushaltet, nur wenn ihr unter keinen Umständen in einer Welt der Ungerechtigkeit mehr leben könnt, dürft ihr die Milliarde der Frau Sachanassian annehmen und die Bedingung erfüllen, die mit dieser Stiftung verbunden ist. Dies, Gülena, bitte ich zu bedenken. Beifall, meine Damen und Herren, ich bin erschüttert. Alfred Ill. Der Bürgermeister ergreift wieder das Wort. Alfred Ill, ich habe an Sie eine Frage zu stellen. Nun, die Stimme des Mannes, auf dessen Vorschlag hin die Sachanassian-Stiftung gegründet wurde. Die Stimme Alfred Ill, des Jugendfreundes der Wohltäterin. Alfred Ill ist ein lustiger Mann von etwa 70 Jahren. Voll Dankbarkeit, voll stille Guttun. Ihretwegen wurde uns diese Stiftung angeboten. Sind Sie sich dessen bewusst? Sie müssen lauter reden, guter alter Mann, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch was verstehen. Ja. Werden Sie unterschied über die Annahme oder Ablehnung der Sachanassian-Stiftung respektieren? Respektiere ihn.
Hat jemand an Alfred Ill eine Frage zu stellen? Hat jemand über die Stiftung des Atahanasian eine Bemerkung zu machen? Herr Pfarrer? Herr Stadtarzt? Die Polizei? Die politische Opposition? Ich schreite zur Abstimmung. Wer seines Herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, erhebe die Hand. In dichtiger Stille im Theater sein. Nicht als ein einziges mehr von erhobenen Händen, wie eine Verschwörung für eine bessere, gerechtere Welt. Nur der alte Mann sitzt regungslos, vor Freude überwältigt. Sein Ziel ist erreicht, die Stiftung dann der wohltätigen Jugendfreundin errichtet. Die Stiftung des Atahanasian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden, welches wir ausrotten müssen. Welches wir ausrotten müssen. Mein Gott. Den Herrn der Presse, Rundfunk und Film ist ein Limit angeboten. Verlassen wir das. Den Damen ist im goldenen Posten ein Teser wert. Was, ihr wollt es heute noch tun? Natürlich. Ich dachte, es würde am besten bei mir geschehen. Mit dir geschehen. Ist jemand noch im Theatersaal? Niemand. Im Zuschauerraum? Leer. Schließ die Tür. Niemand darf im Theatersaal sein. Geschlossen. Geschlossen. Lösch die Lichter. Bildet eine Gasse. Herr Pfarrer, darf ich bitten? Herr Ill, Ihre schwere Stunde ist gekommen. Eine Zigarette, bitte. Eine Zigarette, Herr Pfarrer. Natürlich, eine besonders gute. Sie fürchten sich nicht? Nicht mehr sehr. Ich werde für Sie beten. Beten Sie für Bilden. Gott sei es mir. Erheben Sie sich also, Bill. Steh schon auf, du Schwein! Polizeiwachmeister, beherrschen Sie sich! Gehen Sie in die Gasse. Was ist denn hier los? Herzinfarkt. Tut das Freude. Tut das Freude. Das Leben scheint bestimmt zu. Er ist wieder so, wie er war, vor langer Zeit, der schwarze Panther. Deck ihn wieder zu. Führ mich in mein Zimmer, lass die Koffer packen. Wir fahren nach Capri. Bürgermeister, der Check. Hilflos sehnen die Mütter, Liebes, dahinsichendes. Der Mann aber, Sintel Pirro, denkt verwahrt. In schleppenden Schuhen geht er dahin. Stinkendes Kraut zwischen den Lippen. Siemende Kleidung umschließt den zierlichen Leib nun. Er steuert am Busch den spottischen Wagen. Die Limousine der Kaufmann.
Das Mädchen jagt nach dem Ball auf roter Fläche. Im neuen, grün gekachelten Operationssaal operiert freundlich da aus. Lärmbegierig, lernen die Lärmbegierigen. Schätze auf Schätze, denn der einzige Industrielle. Es berstet an Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Vom Anfang der Christen das Münster. D-Zug, Güllenrom, einsteigen bitte! Er zieht die Reich und Geschenke, die Wohntätigen, mit ihren Helden die Folge davon. Sie leben dem Wohl. Teures führt sie mit sich, ihr Alter taucht es. Abfahrt!